Dieses eine Video, was ich wahrscheinlich heute mit ihm aufnehmen werde, wird die komplette Zukunft meines Kanals verändern. Hallöchen und Fink. Und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. No! Wo kommt das denn her? Das kann nur von Basti stammen. Oh Gott, Leute. Gestern kam leider kein Novus, denn ich war vorgestern. War ich krank. Oh, fuck. 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 Ja gut, dann hat sie das jetzt bei der Crarity. Ich war vorgestern krank und deswegen, ja, habe ich nichts aufgenommen. Und ja, ne, ich mag Züge. Fuck. Scheiße. Eine Nachricht von Skate. Was ist denn das hier? Minecraft Novus. Eine friedliche Welt voller Technik und gemeinsamen Fortschritts. Doch seit Beginn des Projekts gibt es Auseinandersetzungen. Erst kürzlich wurde Bastis Grundstück, der Mond und sogar die Arena des... Das Wahrzeichen der Stadt gesprengt. Das Chaos nimmt Überhand. Jeder gegen jeden. Doch es gibt eine Lösung. Die PvP-Events kommen. Macht euch bereit. Ja, wow. Es gibt eine Lösung. Eine Lösung. Scheinbar Industrial TNT bei mir. Das kann nur von Basti stammen. Das heißt, wisst ihr nicht, von wem das sonst stammen soll. Wie baue ich denn das ab? Leute, wie baue ich Industrial TNT ab? Erklärt es mir. Ich will's. Geh runter, da Schweinchen, das ist zu gefährlich. Pass auf dir. Im fucking Ernst! Was soll denn das? Oh, Diamanten. Was soll das denn? Wer war das? Hey, das war ein Nuke oder nicht? Hallo, was soll das denn? Das ist nicht nett. Ich habe da auch nichts gemacht. Ich habe, ja klar, ich habe bei Basti ein paar Bäume gesprengt, aber gesetzt. Aber ohne Scheiße, ihr habt doch gesehen, dass, er hat doch bei mir vorher auch nur Scheiße gemacht. Der hat, weiß ich habe von Skate diese scheiß Bäume gehabt, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe. Guck, da ist immer noch ein Überbleibsel. Skate hat ein paar Sachen weggemacht. Weil sie hat von Skate diese scheiß Bäume gehabt und habe die gerade abgebaut gehabt und dann kam Basti und hat die anderen scheiß Bäume gepflanzt. So, und daraufhin bin ich hingegangen und habe diese Bäume... bin hingegangen, hab bei ihm einen Baum gepflanzt aus Rache. Und dann hat er das ja genauso bei Weiß-Weiß gemacht. Haben wir uns bei ihm gerecht und jetzt so eine Scheiße oder was? Und vor allem dieses Loch, wo kommt das denn her? Was soll das denn? Nö. Leute, wer war das? Sag mir das, schreibt mir das in die Kommentare. Derjenige, der soll das wieder zubauen. Nö, das sehe ich gar nicht ein, da beschwere ich mich. Nö, das finde ich nicht gut. Nö. Das geht auf jeden Fall Rache. Aber die Person darf das auf jeden Fall zubauen, weil, ne, ich hab kein... Nö, da baue ich nicht selbst, da habe ich keinen Bock drauf. Nö, 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 nö. Sehe ich nicht ein. Sehe ich gar nicht ein. Ist mein ME-System voll oder was? Ach ja, wahrscheinlich. Wer hat das TT bei mir gesetzt? Wer hat die Nuke bei mir gesprengt und wer zum Fick hat meine ganzen Festplatten geklaut? Auf zu Basti! Ich finde das kacke, dass hier nicht mal Schilder gesetzt werden. Wer... war das? Wer zur Hölle war das? Wo sind wir denn hier? Bastis neue Wohnung? Das hier ist zu produktiv, das ist nicht Bastis neue Wohnung. Dahin sind meine Todespunkte, das ist nicht von Basti. Das ist von Veni. Das ist 4K. Alles 4K, das ist schon mal nicht meins. Nein. Weil das sind alles 4K. Wie hat er denn so viele Sachen da drin? Wobei, nee, doch, das ist... Aber vor allem Veni, weißt du, der kommt so schnell und so gut voran. Warum hat der denn nur 4K-Platten? Was ist denn los mit ihm? Veni, da bin ich enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass du so 100.000 64K-Festplatten drin hast. Aber ja, da schon mal Tesseract. So. Aber hier wollte ich gar nicht hin. Wo sind meine fucking Platten? Guck ich nochmal bei Benny und Hauptner vorbei.
Wo sind meine scheiß Plätzlein? Das ist der Baum, der Basti gepflanzt hat und der war ursprünglich abfuckt, aber der sieht irgendwie scheinbar doch wirklich, wir gucken mal ganz kurz, der sieht doch ganz schön aus. Guck mal, ich mache auch einen Screenshot für mein Thumbnail. Oh, es hat nicht, bringt gar nichts. Ich muss einen Screenshot machen von meinem Haus, Grundstück. Wir gucken mal bei den Weinen hier vorbei, die werden das aber nicht sein. Die haben ja geschrieben, dass Basti Rache bekommt, weil er die ganzen Sachen geklaut hat bei denen. Weil die Nukes, die wollte ich ja eigentlich wieder reintun. Nuke. TNT. Mussten die Mobfalle deaktivieren, weil der Server immer zum Absturz gebracht hat. Alles in der Kiste. Ich bitte um Verständnis, Server. Der Front, die Mobs, der Cursed Erde. Let me grab that buggy, okay? Ja, was hatten wir in Mark auch anders gemacht gehabt? Nee, doch nicht. Hatten wir genauso gemacht. Ja, was mache ich denn nun, Leute? Wo könnte meine Sachen sein? Es kann nur Basti gewesen sein. Guck es einmal bei Dena vorbei. Ich glaube nicht, dass er die Sachen hat. Leute, heute ist... Was ist heute? Heute ist Mittwoch. Oh, hallo. Hätte die auch nicht. Hallo? Oh. Ich dachte gerade, der Server ist abgestürzt. Heute ist Mittwoch. Heute kommt der Nico, der Schlappopanda, zu mir. Und mit dem mache ich so ein bisschen Business-Gedöns, bisschen Business-Krams. Und ich werde wahrscheinlich ein bestimmtes Video aufnehmen. Ich werde kein Wort über dieses Video verlieren. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, dieses eine Video, was ich wahrscheinlich heute mit ihm aufnehmen werde, wird die komplette Zukunft meines Kanals verändern. Und das sage ich nicht wie alle möglichen Sachen, zum Beispiel, ich will jetzt das und das ändern, sondern dieses Video wird wirklich mich und die komplette Zukunft, weiß ich, sag das einfach so trocken zwischendurch, dieses Video wird wirklich die komplette Zukunft meines Kanals verändern. Das sage ich gerade so trocken und mal eben so leicht und locker easy, aber mir fällt es gerade einfach ein und ohne Scheiß, ich habe ich über dieses Video nachgedacht und ne, all drum und dran, ohne Scheiß. Dieses Video wird wirklich die komplette Zukunft, die komplette Strukturierung, die komplette Idee, die Art meiner Videos und alles, einfach alles über den Haufen werfen, über Kopf werfen und einfach die komplette, alles ändern. Rätsel mal in den Kommentaren, was es sein wird. Oh, ich sehe schon die vielen Kommentare. Festkern! Das wird per Punkt, das wird Dingens 1 sein. Ich bin mal gespannt, was ihr so rätselt, was ihr so denkt, was es sein wird. So, Revi ist ja nicht mehr dabei, wir gehen mal zu Zander. Ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht die ganzen Sachen geklaut hat. Weil er sie abgefuckt hat. Aber hier sind die Sachen auch nicht. Wer hat denn meine ganzen Sachen geklaut, Leute? Schreibt das auch mal bitte in die Kommentare. Wird gehen, wissen, wo meine Sachen sind. Ah, Mann. Wir waren das mit dem Loch. Das war Obsidian TNT. Rache für die gestohlenen Nukes. Das TNT ist von Basti und Veni. Und die Festplatten haben auch die gestohlen. Die Nukes hab nicht ich gestohlen. Schaut mein Video. Ich hab die aus eurem ME genommen. Ja, wollte das aber symbolisch machen und danach wieder reinpacken. Wollte Basti nur Angst machen, aber er hat die direkt geklaut. Okay, Basti und Veni haben die Sachen. Gut, das bedeutet, jetzt ist Schluss und aus und vorbei. Basti. So, wo könnten meine Sachen sein? Das ist jetzt die Hauptfrage. Leute, habt ihr eine Ahnung? Wo sind meine fucking Festplatten? Da man offscreen nichts machen darf, müsst ihr ja sehen können, wo die Sachen sind. Ich nehme an, die sind so oder so in einer Dingens, ne? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Ich habe echt keinen Plan und ich kann diese Folge auch nichts weitermachen. Ohne die Festplatte ist halt ein bisschen kacke, ne? Das ist halt... Es ist halt kein Troll. Ich wurde halt eher geklaut.
Haben wir den Nano-Suit. Nehmen wir mal mit. Brauchen wir ein bisschen Pfand, ne? Guck mal, was hier so rumliegt, was wir so mitnehmen können, weil wir wurden ja beklaut. Oh. Stopp. Wir gucken erst mal, was haben wir denn hier Wichtiges? Hier war gerade irgendwas. TNT. Das nehmen wir vorsichtshalber mal mit. So Pfandmäßig. So, und die Festplatten führen wir auch mit uns rum. Gucken wir mal, was gibt's hier hinten noch? Aha. Okay. Hier ein paar Schilder. Hallo Basti. Wenn meine Festplatten wieder da sind, bekommst auch du deine wieder. Und dein Grundstück bleibt. Leute, ich weiß, Grundstück schreibt man zusammen, ist mir gerade egal. Verschont. Verschont schreibt man ohne H. Glaube ich. Schonen. Ich habe gerade keine Ahnung. Grammatik, FDW. Rechtschreibung, FDW meine ich. So. Also ganz ehrlich, mir ist gerade scheißegal. Ich habe auch mein Grundstück noch nichts gebaut. Ich habe zwar viele Sachen gefarmt, aber ganz ehrlich, ich war so schnell so wieder drin. Ich habe kein Problem damit, komplett von vorne anzufangen. Habe ich nichts Problem mit. So, das gleiche machen wir jetzt bei Veni. Veni Kraft. So. Jetzt haben wir einen Stockwerk nach unten. Das würde ihn, glaube ich, hart wehtun. Dip, 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 dip. Weiß ich nicht, will ich jetzt seine Platten wegnehmen? Ich glaube eigentlich nicht so krass, dass es auf Venis Mist gewachsen ist. Ich glaube, dass es auf Bastis Mist gewachsen ist. Aber, vorsichtshalber, TNT haben wir hier 9. So, merken wir uns. 9 von Veni. Guck mal, Nuke. Industrial. Haben wir hier noch irgendwas Gefährliches? Weil das kassieren wir erstmal ein. Also natürlich kann er sich auch... Moment. Nee. Natürlich könnte er sich natürlich auch neue Sachen craften. Wir kassieren das auch vorsichtshalber mal ein, damit hier kein Mist geschrieben wird, getrieben wird. Ich will hier nichts damit machen, sondern ich will das einfach nur vorsichtshalber einkassieren, weil man weiß ja nie. Wir müssen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Okay, wir machen uns nochmal kurz auf die Socken nach Hause. Zack, zack, zack. Guten Tag. So, und zur Vorsicht nehme ich auch meine Platte hier raus, weil ich will jetzt nicht noch meine letzten Sachen verlieren. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, hier noch irgendwas Seltenes drin? Nein. So, wir sind ja immer auf der sicheren Seite hier. Oh, ich liebe dieses System, ne? So, Leute, ich kann hier sonst gerade weiter nichts machen. Ihr habt es gesehen. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Darüber würde ich mich freuen. Wenn ihr den Däumchen nach oben gebt und, ja, morgen wieder vorbeischaut. Ich meine, so ein Screenshot fürs Thumbnail. Ich mache mir jetzt leider auf Socken. Ich muss nämlich Passfotos machen. Ich brauche nämlich für Japan einen internationalen Führerschein. Ich muss noch weniger, was ich wollte, ich habe mich geprankt. Okay, ja, okay. Gut, Leute, ich bin jetzt erstmal raus an dieser Stelle. Ich muss gleich erstmal, wie gesagt, Passfotos machen. Und, muss da ein bisschen hier, bin mit dem Lego unterwegs und schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr denkt, was da möglicherweise für ein Video kommt. Warum ist eigentlich mein Emotional Anchor? Hä? Wo ist meiner denn hin? Warum ist mein Grundstück nicht mehr aktiv? Whatever, Leute, ich verstehe gar nichts mehr. Ich muss mal alles abklären. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt einen neuen Schnurr, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tüdelu.